Eieieiei. Das Fräulein Schütz ist noch nicht da. Aber ich habe das Fräulein Schütz immer ganz nahe bei meinem Herzen. Und hier ist Kurt Kleindaler, der Herzensbrecher. Guten Abend, Frau Schütz, Fräulein Schütz. Guten Abend, Herr Kleindaler. Darf ich Ihnen die Zeitung bringen? Ah, Sie stören schon wieder meine Sendung. Und Sie sind schon wieder in meinem ehemaligen Postbüro. Nein, das ist jetzt mein Studio. Ach, seien Sie nicht so, wir könnten ja auch zu zweit... Nein, wir könnten nicht zu zweit gehen, Sie... Darf ich bitte die nächste Sendung jetzt anmoderieren? Sie sehen nun eine weitere Folge von Late Night After Hour. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von After Hour, der Late Night Show aus Salzburg, die sich heute komplett um den Hund dreht. Denn wir waren draußen für Sie, waren auf der Hundemesse und ich befürchte, meine Redaktion hat mir irgendwas Tierisches davon mitgebracht. Was das bedeutet, das sehen Sie nachher. Denn zuerst möchte ich Ihnen zeigen, was ich mit dem Hund erlebt habe. Ich war draußen und habe den tierischen Lifestyle-Experten, so nennt ihn zumindest Instagram, kennengelernt. Das ist Mops Konrad. Er ist ein Internetphänomen hier bei uns in Salzburg und ich habe auf diesem Wege herausgefunden, ob ich Mops-kompatibel bin. Alle weiteren billigen Möpse-Witze erspare ich Ihnen jetzt. Schauen Sie sich lieber an, wie es mir mit Konrad ergangen ist. Ich bin heute rausgegangen aus dem Studio nach Eigen, denn ich treffe mich gleich mit Konrad, dem Internetphänomen. Und so wie ich ausgestattet wurde von der Redaktion, denke ich mal, dass ich jetzt gleich mit dem Jagdhund in den Wald gehen werde. Ich gehe mal hin und schaue, was der Tag so bringt. Ja, servus. Hi. Alles klar? Passt alles? Ja, passen würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin mit dem Hund in den Wald geschickt worden und dachte, ich gehe jetzt auf den Jagd. Ach so. Okay. Und ist ja ein Mops. Ist ein Mops. Ja, also zur Jagd, also er eignet sich eigentlich für vieles, aber ich glaube zur Jagd nicht. Aber man muss auch sagen, es ist kein Hund, es ist ein Mops. Ne? Verzauberter Mensch und vereinbart eigentlich alle Eigenschaften der kompletten Tierwelt in einem, im Mops. Ich treffe euch außerhalb des Internets, sehr ungewöhnlich, denn Konrad besitzt sich ja eigentlich im Internet mehr. Eigentlich ein Medienmops. Ein Medienmops. Genau. Wie ist das gekommen? Hat er gesagt, Mike, ich brauche jetzt Facebook? Oder? Ja, so in etwa. Wir haben gewonnen beim Mops Model Casting 2014, da wurde er Mops Model des Jahres. Jetzt stehen wir da mit eigenem Blog, Kolumne, richtige Pressefolder und er ist gefragt, das Hundemodell und ja, ganz lustig. Was interessiert ihn denn dann so? Also mit mir willst du nicht reden, aber ich frage jetzt mal dein Härchen, okay. was interessiert ihn denn? Was ihn interessiert unheimlich die Hundemode, weil es gibt so viel Klumpert, was man gar nicht braucht. Also bei uns steht eigentlich immer so am Programm diese Funktionalität, aber trotzdem darf es ruhig schön sein, geht nämlich. Es gibt genug Brands, die Unmengen kosten und einfach irgendwie zu kitschig sind, wollen wir nicht. Wir wollen coole Hundemode, ein bisschen was Urbaneres und coole Materialien, also sprich ein hochwertiges Leder. Und ja, ich glaube, über sowas schreiben wir gerne. Und dann natürlich auch gerne regionale Sachen wie Hirschleder. Gerade ganz großer Trend, auch ein Thema in meiner aktuellen Kolumne, dass das Hirschleder jetzt auch am Hundehals zu finden ist. Nicht nur die lederne, sonst gibt es auch das hirschlederne Halsband. Was hat er denn heute? Heute hat er sein eigenes an. Aha. Das ist Mops Konrad Kollektion, kann man über uns bestellen. Das ist deine Kollektion? Ich dachte, das ist ausgeborgen. Na, das ist unterengt. Das ist ein ganz normales Naturrindsleder und ja, finde ich ganz cool gemacht, weil es einfach schöne Patina kriegt und einfach nicht so viel Zeugs drauf ist. Ich mag keine Steinchen und er sagt auch immer, na, bitte keine Steinchen, nicht zu viel Bling Bling. Ganz natürliche Materialien, weil ich glaube, das ist auch das, was die Hunde schätzen, wenn es natürlich ist und wenn es eben keine künstlichen Sachen sind. Mhm. Dann fällst du also ganz schön auf und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ja. Ist der Hund nicht ein super Magnet, um Leute kennenzulernen? Natürlich ist er das. Das ist der Wahnsinn. Also läuft einmal irgendwie durch die Stadt, es kommen tausend Leute. Stimmt schon. Und gerade wenn man allein ist und dann, ja. Doch. Oh, das klingt ideal für mich. Kann ich es mal ausprobieren mit ihm? Jederzeit ausprobieren. Wunderbar.
ich danke dir sehr für diesen tollen Spaziergang heute. Ich habe zu danken. Und ja, servus, Konrad. Konrad? Ich dich gerade nicht für mich. Ja. Aber mach dich gut und dann hoffentlich bis bald im Studio. Bis bald, danke schön. Servus. Ciao. Mann, oh Mann, diese Hundewelt, das ist schon eine ganz eigene. Ich glaube, ich gehe wieder zurück ins Studio und setze mich an meinen Schreibtisch. Na, das geht nicht. So. Und so bin ich also auf den Hund gekommen. Vorerst bleibt er noch draußen, aber wer weiß, vielleicht begrüßen wir ihn auch noch mal im Studio. Fräulein Schütz, was zur Hölle? Tun's das runter? Was ist das denn? Ja, diesmal komme ich mit der Kiste statt mit Warum? Dem. Ja, das werden Sie gleich sehen. Naja, Sie bringen mir mal Post. Die Meldungen? Haben Sie Ihr Osternäste schon leer gefuttert? Das ist schon längst. Da, die meisten Schokohasen sind pestizidverseucht. Das erklärt einiges. Ja? Bei Ihnen nicht? Nein, ich habe fast keine Osterschokolade gegessen. Mhm. Zweites Gesundheitsthema. Zu wenig Sonne ist auch schlecht. Also nicht nur die Osterhasen, auch zu wenig Sonne ist schlecht. Sie schauen so, ja, weil Sie immer in der Nacht arbeiten mit diesen Late-Night-Shows. Das ist bei Late-Night-Shows so üblich, ja. Ein junges Dirndl wie Sie gehört raus an die frische Luft, an die Sonne. Das sagen Sie meinem Arbeitgeber. Was haben Sie noch? Der schaut noch blasser aus als ich. Ja. Können Sie sich erinnern? Ich habe das letzte Mal noch unterschrieben. Ja, haben Sie es noch geschafft? Ja. Ja, sehr gut. Er hat seine 6.000 Unterschriften zusammen. Das First Rich. First Rich, sehr gut. Wir drücken und weiter die Daumen. Ich sage Ihnen, er wird mit seinem Spatzi zusammen die ganze Sache da mal ordentlich aufmischen. Ja, das auf das jeden Fall. Können Sie mir glauben. Ja, aber jetzt zu den richtigen Politikern, ich sehe schon. Einmal kurz um die Welt für ein 30-Minuten-Gespräch um den halben Globus. Und da habe ich mir gedacht, kurz macht das, was ja unser Geld auch machen könnte. Wie gründet man eine Briefkastenfirma? Das wollte ich sowieso wissen. Und mit Briefen kennen Sie sich aus. Ja, und ich weiß, dass Sie genug Kohle haben, dass sich das bei Ihnen rentiert, Fräulein Schütz. Ich habe jetzt etwas mitgebracht. Das halte ich für ein Gerücht. Ich erkläre Ihnen, wie Sie also zu einer Briefkastenfirma kommen. Aha. Das bin ich, also der Kurt. Mit der roten Kurt Kappe. Kurt nehmt Ihr Geld, also ich nehme Ihr Geld. Gell? Ganz vertraulich. Meins jetzt? Ja, ich Wieso nehmen Sie mein Geld? Ja, weil ich überbringe das zunächst einmal. Ich würde Ihnen nie mein Geld geben, das ist ja, total... Ja, schon, sonst kommen Sie nicht zu einer Briefkastenfirma, ich kenne mich jetzt aus. Ich bringe Ihr Geld am schnellsten Weg nach Liechtenstein. Das ist Liechtenstein. Das ist Liechtenstein, das ist die Fürstin von Liechtenstein, wir gründen dort eine Stiftung. Das ist nach wie vor Ihr Geld, aber in einer Stiftung in Liechtenstein. Und dann wird es spannend. Dann kommt mein Kollege mit dem Postboot. Oh Gott, ist der auch so wie Sie drauf? Und der ist noch viel besser drauf. Und der nimmt also Ihr Geld mit rüber nach Panama. Und in Panama warten dann schon die Hula-Hoop-Mädchen. Und die nehmen dann Ihr Geld in Empfang, werfen es in den dafür vorbereiteten Briefschlitz. Und ab jetzt ist Ihr schmutziges Nachtgeld endlich sauber gewaschen. Und das haben Sie schon ausprobiert. Und dann komme ich wieder hin und hole Ihr Geld und bringe es Ihnen zurück. Ja, das hätten Sie gerne, dass Sie mein Geld holen. Für Ihre Unmengen an Tausendern keine Steuer bezahlt. Natürlich will ich Provision dafür. So wird man bei FS1 übrigens bezahlt anscheinend. Ich habe mir jetzt was ins Studio geholt, mit dem ich definitiv zurechtkomme. Unseren nächsten Musik-Act. Und das ist ein junger Mann, der gerade total auf dem aufsteigenden Ast ist. Es ist Javier Rodaro. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr freut mich sehr. Es ist ja vielleicht nicht mehr lange leicht, dich zu kriegen, denn bei dir geht es gerade richtig bergauf. Und in deinem Alter, da war mein größter Erfolg, dass ich die Klasse geschafft habe. Und du mischst schon richtig mit im Musikbiss. Hast du viel zu tun mit der Musik? Ja, in letzter Zeit schon sehr viel. Also im letzten Jahr ist viel passiert, aber es macht mir sehr Spaß. Es ist viel Arbeit, aber... Wo bist du gerade dran? Schreiben? Aufnehmen? Jetzt gerade beim Aufnehmen und beim Schreiben. Okay. Also ich habe die letzten zwei Jahre viel Konzerte gespielt, aber irgendwann ist dann immer weitergegangen und jetzt hätte ich mir gedacht, konzentrieren wir uns aufs Aufnehmen und aufs Schreiben. Okay, und dann geht's los mit der großen Tour. Ist das so ein Ziel? Wir hoffen es. Also zuerst mal, dass sie die ganze Musik irgendwie ein bisschen verbreitet und dann... Ich würde einfach gerne wieder Konzerte spielen, weil das ist das, was mir am meisten Spaß macht eigentlich bei dabei. Und das hat ja bis jetzt ganz gut auch funktioniert. Ja, sehr. Deswegen will ich dich gar nicht mit den lästigen Bandfragen belästigen, sondern mit unserer neuen Überraschung im Studio konfrontieren, das berühmte Fischglas. Wir wollen jetzt nämlich mal ein bisschen was rausfinden, was du vielleicht selber noch gar nicht über dich wusstest. Ich bitte dich, zieh doch einfach mal eine Frage. Hast du eine Schwäche, die du ungern zugibst? Oh ja, das würde mich interessieren. Also ich bin sehr ehrgeizig. Also ich habe früher viel Sport gemacht, viel Sport betrieben. Und das ist was Schlechtes? Ja, es ist
Aus allen der Musik bin ich sehr ehrgeizig, aber es ist keine Schwäche, es ist irgendwo eine große Stärke, aber irgendwann geht die Schwäche, dann wird es dann zur Schwäche, weil es irgendwo zu weit geht. Dann muss ich irgendwie einen kühlen Kopf behalten immer und das ist halt oft sehr schwierig. Ich bin ziemlich hitzköpfig. Okay, wenn man mit dir im Studio ist, ist das gefährlich? Oder? Nein, weiß ich, aber ich verliere halt einfach nicht gerne. Also bei Wettkämpfen, also das, da komme ich nicht so zurecht mit dem Wettkampfding. Okay, du ballerst dann. Im Endeffekt, also. Ja, Ehrgeiz ist nicht schlecht, ist absolut nicht. Und wenn man die Spitze der Charts vielleicht auf dem Bildschirm hat, dann sind Ellbogen nicht schlecht, oder? Ja, warum das geht, also ich will auch das Beste geben und das so viele Menschen wie möglich erreichen mit der Musik und ja, ich gebe halt alles. Die Chance hast du jetzt natürlich auch bei uns. Was hast du mir heute für einen Song mitgebracht? Ich habe mein Lied mitgebracht, das heißt Ain't Gonna Change Your Mind, das habe ich vor einem halben Jahr geschrieben. Vor einem halben Jahr, also noch was brandneues fast, oder? Ja, was Neueres. Okay, gut. Ich würde sagen, das spielen wir jetzt auch mal gleich. Oder du spielst es, weil ich höre dir jetzt ganz gespannt zu und die Leute da draußen sowieso auch. Dann, bitteschön, the stage is yours. Won't you tell me who I am, as I've been given every fair hand. Broad dreams, they keep me waking, but my spirit ain't giving in. Burning up inside, from the sound of the cold, cold winter rain. But these waters wash my mind, as they wash away my pain. I just keep waiting for you to change your mind. I just keep waiting, baby, for you to change your mind. To change your mind. For you to change your mind. To change your mind. Change your mind. Won't you tell me where I stand, as I've been given every fair hand. A cold feet they keep me waking, but this time I won't be giving air. Burning up inside from the power that you gave me. But I said, could you be the one, my dear? Could you be the one to save me? To save me. I just keep waiting for you to change your mind. I just keep waiting, baby, for you to change your mind. Oh, change your mind. Yeah, I'll change your mind. But I'll just keep waiting to change your mind. I'll just keep waiting for you to change your mind. I just keep waiting, baby, for you to change your mind. To change your mind. Javier Rodaro in der After Hour und bald auf der großen Bühne der weiten Welt. Das war's schon wieder. Wir sind fast am Ende angekommen. Ein Song habe ich noch für Sie. Ich verabschiede mich schon mal, schicke Sie in eine hoffentlich gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal. In my heart and in my soul, I've been drowning for too long.
through the blood down in my veins. I've been looming for my own. I hear the steps in empty space. I don't see it up on my face, but I'm not moving him. For the loss that I hear chases, I thought that I was graced, but I'm not. You're not proving it at all. You've gotta pace my ways, and I might fall back on the ground.